Zu einer 8-monatigen Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe wurde am Mittwoch ein 51-jähriger Mann aus Kassel verurteilt. Er musste sich wegen einer Bombendrohung im Kasseler Rathaus und Fahrens ohne Führerschein vor dem Amtsgericht verantworten. Der Mann war wegen der Störung des öffentlichen Friedens angeklagt. Er hatte am 18. Oktober vergangenen Jahres zweimal beim Kasseler Rathaus angerufen und gedroht, dass im Rathaus eine Bombe hochgeht. Mit dieser Drohung wollte der Mann verhindern, dass seine Ex-Freundin einen anderen Mann im Standesamt heiratet. Das Gebäude an der oberen Königstraße wurde daraufhin evakuiert. Die Ehe war zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen. Vor Gericht hat der Angeklagte die Tat eingeräumt und bedauert. Er muss die Kosten des Verfahrens tragen und 1.000 Euro an Ärzte ohne Grenzen spenden.